Mein Thema war heute Cannabis im Straßenverkehr. Welche Auswirkungen, insbesondere rechtlicher Natur, sind zu erwarten? Ja, mein Thema war, Einblick in die Praxis zu geben und andererseits in die geltende Rechtslage und vor allem auch in die Behördenpraxis. Mir war wichtig zu betonen, dass gerade jetzt im Cannabisbereich oder generell im Drogenbereich sehr stark die Ideologie vorherrscht, dass eine, zumindest Berichte des Klienten so, und auch ich erlebe es im Umgang mit den Behörden, so eine gewisse Willkür stattfindet. Es wird ein massiver Unterschied gemacht, hat jetzt jemand Cannabis oder andere Drogen konsumiert oder hat Alkohol konsumiert. Es sind massive Auflagen, die der Betroffene dann zu erfüllen hat. Und was mir ein Anliegen war, ist insbesondere darin zu sehen, dass der Blick auf die Lebensrealität, insbesondere von Jugendlichen, nicht berücksichtigt wird. Das heißt, es ist die strikte Abstinenz nachzuweisen, und ob der Betroffene jetzt ein Problem hat oder kein Problem hat, wird oft nach willkürlichen Maßstäben beurteilt. Also ist die Zukunft von Cannabis so, ich bin da auch durchaus kritisch äußern, es ist eine Trendumkehr erkennbar, der meines Erachtens auf kapitalistische Interessen zurückgeht. Also die Medienberichterstattung hat sich massiv verändert. Also ich bin jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren ausgehend von der Suchthilfe Wien, wo ich noch tätig bin, in diesem Thema, und der Wind dreht sich massiv. Also dass jetzt Staaten Cannabis legalisieren, hätte ich mir vor einigen Jahren nicht gedacht. Jetzt ist dieser Wandel erkennbar. Ich denke, der wird auch für Österreich nicht Halt machen. Momentan ist Österreich, möchten sagen, ein gallisches Dorf, aber in die Richtung gehen, das wird repressiver, aber der internationale Trend geht in eine andere Richtung, und Österreich wird da auch nicht Halt machen davor. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren Cannabis auf medizinischer Ebene legalisiert werden wird.